Hallo Leute und herzlich willkommen. Ich habe mir gesagt, das erste Gameplay wird ein paar Tage nach meiner Kanaleröffnung kommen. Ja, ich hatte nicht so besonders Bock drauf und habe eher eine Map gebaut. Und zwar ist das eine Battlefield-Map, und zwar Operation Logger, ein TDM und ein Conquest. TDM ist natürlich ein bisschen kleiner, ist ja nur TDM-Bereich. Hat aber dazu Frame-Einbrüche. Okay. Geladen. Ja, ist geladen anscheinend. Ja. So, gibt noch ein tolles Revolution hier. So sieht es außerdem von außen aus. Ist ein bisschen kleiner als die Nacher, die ich gleich zeigen werde von Conquest. Und zwar habe ich die Maps gebaut, oder die Map. Da ich fand, es gibt in Minecraft einfach nur, ja. Es gibt in Minecraft zu viele Call of Duty Maps und nicht wirklich Battlefield. Und das möchte ich ändern. Ich möchte so viele Battlefield Maps bauen, wie ich ja kann oder auch möchte. Damit ich nicht immer nur die Call of Duty Maps spielen muss, wovon ich einfach keine Ahnung habe. Ganz im Ernst, die Leute, die da Call of Duty spielen, haben da einen Vorteil durch. Und das, ja, ne? Ist halt ein bisschen scheiße. Und ich habe mich gefragt, ja, warum sehe ich halt nie Battlefield Maps? Und ich habe mal in YouTube gesucht, ne? So viele gute gibt es gar nicht. Da habe ich mal, ja, selbst eine gebaut, und da sehe ich jetzt der TDM-Bereich davon. Ich habe versucht, so viele Details reinzubringen, wie es halt nur geht. Ja, und das kam dabei raus. Also ich fliege jetzt einfach mal durch die Gegend, damit ihr euch einen kleinen Überblick über die Lage verschaffen könnt. Ja, ne? Also so die Map und dieser Schalter hier, der muss aktiviert sein, um gleich das Revolution auslösen zu können. Das mache ich jetzt mal. Ja, das hier ist das Revolution im normalen Battlefield. Wenn man jetzt nicht so trocken wäre, könnte man einfach dagegen schießen. Gegen den Stromkasten ist es hier normalerweise. Und dann wird das ganze Licht in diesem Raum hier ausgehen. Ja, das konnte ich nicht ganz so umsetzen. Bei mir ist das ganze Licht aus. Überall. Ein paar kleine Lichtbugs, okay. Ja. Wirklich überall. Das geht nach einer kleinen Zeit auch wieder an. Das dauert halt eine kleine Weile. Ja. Jetzt geht's wieder an. Und ich denke, damit ja, wird schon Spaß machen. Und mehr hat diese TDM-Map auch eigentlich gar nicht so zu bieten, außer die Map an sich und das kleine Levelchen. Und deshalb würde ich mal sagen, gehen wir auf die Conquest-Map. Gucken wir uns die mal an. Und zwar hat die schon ein bisschen mehr Arbeit gebraucht. Ich habe insgesamt für die beiden Maps eine Nacht, nee, 2 Nächte und einen Tag gebraucht, wovon ich auch noch gepennt habe und so, also würde ich sagen, über 24 Stunden. Und ja, jetzt läuft hier wie folgt. Hier müsste man halt spawnen, also eigentlich spawnt man eben bei diesem Pfeil. Dann drückt man auf den Knopf da drauf und dann ist man hier. Dann drückt man auf den Knopf da drauf und sieht erstmal, von wem die Map ist. Ja, die ist von mir. Dann drücke ich noch auf diesen Knopf. Game Mode wird hier updated, die Teams werden erstellt, das kommt aber alles nicht sehen. Und dann kriegen wir eine Nachricht. Und da sind nochmal die Sachen, die ich gleich noch alle zeigen werde, oder jetzt mal. So. Und zwar gibt es hier Start-Equip. Bogen oder ein Schwert. Ich werde noch gar nichts davon ausrüsten, denn ich habe hier gerade schon das Schwert. Und wir spawnen. Spawnen mal bei der URU. So, bei
bei den Russen. Die Spawns sind alle komplett willkürlich. Es gibt drei Spawns, die sind festgelegt. Hier ist einer. Da gerade eben, da einer. Also, wo ich gerade gespawnt bin. Und hier ist noch einer. Das sind die drei OR. Andersrum. Ja, O spawnt. Russen spawn. Punkte. Zeug. Ja, diesen Abschnitt kennt man schon. Aus dem Nachtsicht. Keine Partikel. Auch gut, ne? Hier ist das Revolution. Allerdings sind Fähren. Das ist der kleine Nachteil in der Map, aber. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Hier geht es dann runter und dann haben wir hier die Map, die ein bisschen größer ist. Ja, ich habe wieder versucht, so viel Levolution einzubauen, wie es halt wirklich nur geht. Ne, Levolution nicht, Details. Und ich denke, dass man eigentlich schon ganz gut die Battlefield-Map draus erkennt von diesem Zeug hier. Ich finde, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Ich habe außerdem auch sehr viel mit WorldEd gearbeitet, aber auch sehr viel mit der Hand. Also die ganzen Treppen hier platziert und sonstiges. Wie auch hier in die ganzen Treppen. Hier kann man runter in diesem Bereich, da den werde ich vielleicht mal anschneiden. Dann ist man hier, hier kann man nicht raus, also draußen gibt es auch nicht. Und da wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Denn dann muss ich die komplette Map aus Schnee bauen. Und das kann dann ein wenig Arbeit in Anspruch nehmen. Aber wir haben ja schon mal das hier und das ist ja auch erstmal genug. 1:1 kann ich das alles nicht nachbauen, deshalb gibt es auch ein kleines Problem und zwar das hier. Das werde ich gleich noch zeigen. Erstmal hier ganz kurz. Ganz kurz. Ist sehr, sehr groß. Das ist eigentlich der Punkt, der nicht ganz so toll ist. Und hier der Punkt, der ist auch nicht ganz so toll. Mit diesem langen Weg. Aber dann sind wir schon hier bei den US-Spawn-Punkten, also bei den bei der USA hier. Ja. Also Battlefield spielt und die Map kennen. Ja, der erkennt die glaube ich auch wieder. Also die Spawn-Punkte von den US liegen hier. Da und da drin noch. Auf jeder Seite gibt es nur drei. Und ja. Hier ist auch nochmal so ein Teil. Also so ein Metalldetektorzeug. Ja. Yeah. Also sehr viel zu sagen gibt es zu der Map nicht und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich glaube, ich muss noch ein Thumbnail machen. Das wäre cool. So. Ja. Das wäre es dann auch eigentlich schon mit dieser Map-Vorstellung. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Map ich aus Battlefield 4 als nächstes bauen soll. Scheißegal, wie schwer die ist, einfach was ihr am liebsten hättet in die Kommentare. Und ich gucke dann mal, was ich dann machen könnte oder bauen könnte. Vielleicht ist die Map dann ja auch schon die nächste. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass es viel zu viele Call of Duty Maps in Minecraft gibt, aber viel zu wenig Battlefield Maps, dann bewertet doch mal das Video. Und gebt mir nochmal konstruktive Kritik oder wie das auch mal heißen soll, Zeug. Ja, außerdem habe ich gerade Durst und mein Deutsch ist gerade auch am Ende, deshalb trinke ich gleich mal was und frühstück den Duden. Also, ja, Download-Link in der Beschreibung, sofort erster Link vom Mediafire. Ich glaube, 2 bis 3 Megabyte, irgendwie sowas war das. Beide Maps drin, CDM und Conquest. Ja. Könnt ihr euch vom Server benutzen, aber dann schreibt auch mal bitte dazu, dass ich die gebaut habe und ich habe die wirklich gebaut. Ich habe am größten Schiss davor, dass mir irgendjemand die Map klaut und sagt, er hätte die gebaut und nachher stehe ich den ganzen Tag da, aber dann habe ich noch eine Geheimwaffe übrig. Aber ich hoffe nicht, dass es weit kommt. Okay. Das wäre es dann jetzt mal wirklich in der Map und
genieße mal so einen tollen Blick und so eine tolle Map. Und sage damit einfach mal tschüss, bis zur nächsten Map-Vorstellung, zum nächsten Video, was auch immer. Okay? Tschüss. Ach, Moment, falsche Taste. Okay, tschüss.